Ja, es geht jetzt wieder darum, eine Reihe auf Konvergenz zu untersuchen und die Reihen wieder sollen sein K-Fakultät durch K hoch K und das wollen wir auf Konvergenz mit dem Quotientenkriterium untersuchen. Wir dividieren also AN plus 1 durch AN vom Betrage her und das ist in unserem Falle N plus 1 Fakultät durch N plus 1 hoch n plus 1 durch und dann habe ich hier n Fakultät durch n hoch n. Und diesen Quotienten, den betrachten wir vom Betrage her. Und das erste, was wir machen, wieder Doppelbruch, ist den gesamten Doppelbruch auflösen. Also da habe ich dann n plus 1 Fakultät durch n Fakultät. Das ist von hier. Und das multipliziere ich mit. Das multipliziere ich mit dem durch das. Das ist also n hoch n durch n plus 1 hoch n plus 1. Und jetzt sehen wir, hier steht der Quotient zweier Fakultäten. N Fakultät durch n plus 1 Fakultät. Das schreibe ich jetzt mal kurz faktorweise hin. 1 mal 2 mal 3 mal ganz, ganz viele. Mal n plus 1, das wäre n plus 1 Fakultät und das n Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal ganz viele mal n. Dann kann ich diesen Haufen gegen diesen Haufen wegkürzen, das heißt n plus 1 Fakultät durch n Fakultät ist n plus 1. Ja. Dann mache ich den Teil hier hinten und für den Teil hier hinten mache ich wieder einen Kniff. Ich schreibe dieses hoch n plus 1 mit zwei Faktoren. Das ist also n hoch n durch n plus 1 hoch n. Dann habe ich den ersten mal n plus 1 hoch 1. Habe ich also so verwandelt, einfach den hier in zwei Faktoren geschrieben. So, jetzt steht hier n plus 1. Durch n plus 1, das kann man kürzen. Also fällt das gegen das weg und es bleibt übrig ein n durch n plus 1 hoch n. Nach dem Potenzgesetz kann ich die beiden zusammenfassen. Und wie gesagt, der fällt gegen den weg. So, und jetzt ist die Frage, gegen was geht das für n gegen unendlich? Und das sollte man wissen. Dazu machen wir wieder so etwas Ähnliches wie eine Polynomdivision mit Rest. Also das heißt, ich kann das hier schreiben als n plus 1 minus 1 durch n plus 1 hoch n. Und das ist das gleiche wie 1 minus 1 hoch n plus 1 hoch n. Und wenn wir jetzt das n gegen unendlich schicken, gegen was geht das Ganze dann? Fast. Wenn hier ein Plus stünde, wäre es gegen E. Aber steht ein Minus. Also geht es gegen 1 durch E. Ah, okay. Das, wir wissen da gibt es diesen Grenzwert, der sagt, 1 plus x durch n hoch n geht für n gegen unendlich gegen e hoch x. Wobei, auf den Nenner mit dem n plus 1 kommt es nicht an. Da kann man so ein bisschen substituieren und so ein bisschen rumspielen, dann geht das weg. Das heißt, das geht gegen 1 durch e für n gegen unendlich. Das ist also sicher von einer Stelle an. 1 durch e ist ja irgendwo eine Zahl kleiner 0,25 oder kleiner gleich 0,2, egal, nein, das ist ein Viertel. Nein, kleiner 0,5 diese Zahl. Also das heißt, dieser Quotient ist mit Sicherheit von einer Stelle an kleiner als 0,5. Die Stelle kann ich jetzt nicht genau angeben, aber das heißt, wenn ich hier zum Beispiel für n gleich, vielleicht müssen wir das Ganze. Also das heißt, wenn das gegen 1 durch e geht, ist das mit Sicherheit irgendwann mal kleiner als 1,5 für ein gewisses n, das ich hier aber nicht angeben kann. Das müsste ich jetzt. Du hättest direkt testen können für n gleich 2, das kann man im Kopf rechnen. Was ist n gleich 2? Ja. Und das ist 1 minus. Na, du wirst sehen. Was kommt da raus? Da kommt 2 Drittel hoch 2 und das sind 4 Drittel. Ah, wunderbar. Das ist keine Einheit. Na also machen wir n gleich 2. Habe ich gar nicht probiert. N gleich 2, dann habe ich 1 minus 1,5
hoch 2. Stimmt das? N gleich 2. So. 1 minus 1 Drittel. Ja. Also habe ich 1 minus 1 Drittel hoch 2. Das ist 2 Drittel hoch 2. Das ist 4 Neuntel. Ja, super. Und das heißt, das hier ist für n größer als 2, kleiner als 4 Neuntel. Und damit haben wir ein Q gefunden, das unabhängig von n ist. Das ist unser Q und das ist kleiner 1. Und damit haben wir nachgewiesen, dass diese Folge, die Reihe konvergiert. Das heißt, die Reihe K-Fakultät durch K auch K konvergiert, weil wir das hier so abgeschätzt haben. Wo ist denn jetzt, dass das unabhängig von K ist? Unabhängig von n, das n ist weg. Ich habe hier n gleich 2 eingesetzt und habe 4 Neuntel und sage für n größer als 2, diese Folge ist streng monoton fallend und mit Grenzwert 1 durch e. Also, ja, okay. Ja, und deswegen ist das für n größer 2, das heißt, das n ist verschwunden.